Das ist ja voll die Verarsche! Ich krieg den weg halt vom nicht. Schnatz! Es ist meiner! Ich drück einfach alle Tasten. X, 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 X. So. Ja, moin, damit herzlich willkommen zur Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft zusammen mit Steffen. Moin! Ja, wir haben keine Ahnung, wie die Steuerung ist und alles. Da gucken wir jetzt mal, wie es läuft. Ich weiß noch, ich habe das früher mal relativ viel gespielt auf der PlayStation 2. Aber wie gesagt, wahrscheinlich seit 2006. Bist du am Hufflepuff? Nein, ich will Ravenclaw sein. Mann, warum krieg ich Hufflepuff? Eine Verarsche. Ey, Hufflepuff kann doch gar nichts. Fertigkeitslevel. Ach, Feuerblitz! Ach, da haben wir gar, wir haben gar keine Karten. Ja, müssen wir Komet 260 nehmen. Ja, ist ja eh scheißegal, wir spielen ja nur gegeneinander. Hogwarts Sommer. Oh, hier. Schuss, beschleunigen Schussaktion. Das hört sich ja nicht so schwierig. Okay, ja, das kriegen wir. Deswegen habe ich das früher mal gespielt, weil es keine schwierige Steuerung hatte. Boah, das war eine deutsche Synchro. Das ist ja auch EA, ne? Damals war das noch Qualität. Es ist sogar noch die Originalstimme, oder? Ja, müssen noch Original-Synchronsprecher sein, glaube ich. Wenn der spricht, muss ich mich immer an diese Cold Mirror verarschen. Rum, 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 rum. Was war jetzt nochmal Schuss und was war Aktion? Aktion war X und Schuss war. Scheiß. Alter, mega ungewohnt. Junge. Ich hab ihn mit Aktion. Gib her. Gib ihn wieder her. Wie pass ich denn? Ja, wo geht der? Das ist ja. Schieß! Was? Gib ihn mir wieder! Wie passt man denn? Mit X! Das dauert nur ultra lange! Nein! Gib ihn mir wieder! Oh. Hast du gesehen? Gib Gas! Komm schon! Was? Wo geht der denn hin? Ich weiß es nicht! Meiner! Was ist das denn? Man hat überhaupt keine Übersicht bei diesem Spiel! Hier! Ich denke auch hier. Ich denke aber auch bei dem Spiel, das ist halt mein Problem, dass ich Gryffindor bin, weil ich nie bin. Wer kommt denn auch auf die Idee, Hufflepuff zu spielen? Ich will endlich mal ein Tor machen. Was für ein Tor? Oder ein. Wie heißt denn das nochmal? Schuss! Schuss von der Mittellinie. Ja, klar! Fernschuss! Das war viel zu einfach den Ball. Leute, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, wo du bist. Ich habe schon wieder den Gryffindorler gesteuert. Also Schuss! Nein! Ach, Schuss Musch hier. Gib ihn mir wieder! Nee! Das ist meiner! Gib ihn mir wieder! Schuss! Dass ich den. Schuss! Schuss! Ja. Dass man den in der Luft nicht abfangen kann, finde ich eine. Schuss! Frage. Ja! Nein! Mein Hüter! Klasse, kann man den steuern? Ich weiß es nicht. Schuss! Ja. Gib ihn mir wieder! Gib ihn mir. Alter, ich hab das nie im Multiplayer gezockt. Wo bin ich? Wieso fängt er den denn immer ab? Wie soll man denn ein Tor machen? Ich zeig dir mal, wie man ein Tor machen soll jetzt hier. Ich drück einfach nur, ich spam einfach X. Nein! Gib ihn mir wieder! Gib ihn mir wieder! Was ist das für eine Scheiße? Da steht gar keiner von mir! Ja, vor allem kann man den Ball nicht abfangen, während er in der Luft ist. Da! Wie dumm ist dein das denn? Hüter ist ja voll kacke, Oliver Wood oder was hast du da wieder? Für einen Kack in der Dings. Ja, wo bin ich denn? Wieso wechselt er noch einen scheiß Spieler? Vielleicht ist L1 oder so wie bei FIFA. Nee, so du kannst Spieler bringt nichts. Das ist automatisch. Das ist automatisiert. Ja, aber das ist ja auch gar nicht schlecht, weil ich habe gar keine Übersicht, wer von diesen Spielern da am nächsten dran ist. Gib ihn mir wieder! Ja! Was? Erstmal, wie ein Blöder da hin und her. Oh, der Schnatz ist da! Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir, keine Ahnung, den Schnatz halt fangen. Wo bin ich? Ich bin unten. Das habe ich schon mal gespielt, das kommt mir bekannt vor. Wann bist du denn so weit vorne? Das ist ja richtige Verarsche! Was muss er denn machen? Ich weiß es nicht. Komm da auch überhaupt nicht näher dran. Du musst einfach nur auf dieser Linie eigentlich bleiben.
Das ist ja voll die Verarsche! Ich krieg den halt nicht! Geh weg vom Schnatz! Es ist meiner! Ich drück einfach alle Tasten! X, 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 aua! Geh weg vom Schnatz! Das ist meiner! Ich glaube, die Taste muss, dieser Balken muss leer sein, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nein, geh weg von meinem Schnatz! Hast du das gesehen? Verpiss dich! Aber du hast auch den viel besseren Sucher. Ich hab Cedric Diggory und du hast Harry Potter. Gib ihn! Was muss ich hier machen? Jo, nimm ihn doch! Nee. Er ist doch direkt vor dir! Geh weg, Cedric, du Arsch! Nimm ihn! Ich klatsch dich aus dem Leben! Ich hab... Ich du hast ihn! Ich war doch da nicht näher dran! Ich bin Harry Potter! Ach, so eine Verarsche! Ey, das gewonnen? Ist genial. Ja, natürlich hast du gewonnen. Mann, das gibt 150 Punkte. Alter, Cedric Diggory kann überhaupt nichts. So eine Wurst. Ich will Ravenclaw jetzt spielen. 115 zu 10, was? Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum du den jetzt bekommen hast, weil ich mir mal eigentlich sicher... Ja, ich hab schneller gedrückt, glaube ich. Ah, guck mal, ich war auch richtig gut. Schüsse? Ey, wie konnte... Achso, ich habe 2 gehalten, einen Schuss und ein Tor. Guck mal hier, viel besser meine Statistik als gut. Dein scheiß automatischer Torwart besser. Nee, ich habe hier mit dem Dings bestimmt gemacht. Bin mir relativ sicher. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde. Ich will nicht Slytherin sein, komm. Nein, Hufflepuff. Nein, Ravenclaw. Die waren doch schon immer besser in Quidditch laut den Büchern. Kann man jetzt auch freischalten? Natürlich nicht. Ich glaube, freischalten kannst du nur im Singleplayer. Das ist echt für Musik, das ist aus irgendeiner Oper, ne? Das Phantom der Oper? Keine Ahnung. Das gibt's auf jeden Fall in den Original. Oh, wir spielen mal im Winter. Oh. Schuss oder Aktion und Steuerung. Steuerung ist klasse. Ja, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Wie fängt man diesen Schnatz? Hast du irgendwas noch gedrückt oder hast du einfach alles gespammt? Ich hab einfach die ganze Zeit X gespammt. Ist das überhaupt die richtige Seite? Ja, das ist ja hässlich und ein Rabe hier. Oh, komm her. Ich klatsche dir aus der Hand. Klatschen ihm ins Gesicht. Wenn darauf hast du Bock. Nein! Gib ihn. Nein! Junge! Alter, was? Freistoß, Klatsch, Bananenflanke. Was für eine Kombination, ey. Also gehört Davis. Aber ich habe leider absolut keine Ahnung, wer in dem Slytherin-Team ist. Hey, ich hab den noch in der Luft abgefangen! Der Torwart ist ja voll kacke! Junge, jetzt hat er hier aber den Dreh raus, ne? Merkst du das? Hier, komm her, hier, Avis, du. Trottel. Ja. Ich krieg den über diese Glitzbombs! Alter, Ravenclaw ist noch viel beschissener. Ja, du wolltest hier spielen! Ja, ich bin gleich wieder Hufflepuff. Die sind eh alle gleich gut. Nein, die sind nicht alle gleich gut. Ja! Hui! Vorhin hast du ja keinen einzigen Angriff zu Ende gespielt. Ja, boom! Glatsch! Alter! Ja, du musst einfach nur in den Ring. Ich glaube, mein Hüter wurde schon von den Treibern abgeschossen. Ja, ne. Boom! Meiner! Der wäre reingegangen. Warum passt der nicht? Andere Strategie. Hä, du warst hinter mir. Du hättest mir den gar nicht abnehmen können. Wo ist mein Hüter? Ich kann so steuern, von den Ring zu Ring. Ja, den kann ich überhaupt nicht steuern. Ja, klar. Hast du nicht eben gerade gesagt, den Hüter kann man nicht steuern? Ja, natürlich. Auch nur, weil ich mich aufgeregt habe. Du kannst den Ring auswählen, wo der vorstellt. Das kannst du auch beim Schuss machen. Hier, nach links, sag. Ich hab links! Ja, der war ganz rechts. Der muss erstmal rüberkommen, das dauert. Ja, ist mir doch scheißegal, ob das dauert. Dann soll er sich seinen scheiß Besen tauschen. Ui, nein! Meiner. Der war reinge... Herumwirbeln, ich lass auch lieber was hier herumwirbeln. Jetzt gib doch mal den Ball her! Nein! Meine Spieler sind voll... Dein Controller fliegt gleich durch die Gegend. Da muss ich dir mal zwar einen von meinen alten geben, aber der Controller fliegt gleich sowas von gegen eine Wand. Wo kommt der Schnatz endlich? Ist es random, wann er kommt? Warum kannst du mir denn den Ball immer direkt abnehmen? Ja, weil ich dich haue. Hier, so. Ja, aber der passt doch überhaupt nicht! Und Schuss! Oh, da steht einer vor. Schade. Ja, hab ich gesehen. Oh, der Schnatz, der leuchtet. Ja, der wird auch gleich freigeschalten. Jetzt. Ja, du hast halt einen Vorsprung jetzt, ne? Von 70 Punkten. Aber du hast. Bring das jetzt irgendwas? Ja, du bist halt vor mir beim Ding. Aber ich weiß es nicht, ob das irgendwas bringt.
Deine Leiste ist, glaube ich, ein bisschen länger. Oh, da ist ein Klatscher. Da muss man... Ist ja eh random, das Spiel. Der Schnatzfan gewinnt doch eh immer. Willst du vorher 150 Punkte machen? Das im Singleplayer habe ich das früher mal geschafft. Ja! Super! Du bist ja voll kacke. Ja, der zuerst auf der Schnatzspur eigentlich startet, gewinnt es auch. Aber ich war hinter dir auf der Schnatzspur. Nee, du warst vor mir. Ich war hinter dir. Safe Call. Bei mir warst du vor mir. Safe Call. Ich hab dich unten überholt. Quatsch. Das gucken wir uns gleich in der Aufnahme nochmal an. Na, guck mal, 150 zu 70. Also. Ja. Durch Skill hat ja auf jeden Fall jemand nicht gewonnen. Easy Play. Easy Game. Also ich bin von dem Spiel auf jeden Fall nicht überzeugt, muss ich sagen. Ah, der Singleplayer ist ganz cool. Steuerung ist halt total billig und es ist einfach nur random, wer am Ende zuerst am Platz ist. Blablabla. Ja, das sag ich, obwohl ich die erste Runde auch gewonnen habe und hier viel besser gespielt habe. Ja, also gib mal Ruhe. Wo hast du denn? Ich habe 150 Punkte. So, wenn es euch gefallen hat. Ja, du hast 150 Punkte. Vorher hast du 0 und die ganze Zeit noch rumgeschrien. Ich habe aber 10 hatte ich vorhin. Da hattest du 10. Auch 0. Da wusste ich nicht, wie die Steuerung funktioniert. Ja, weil das so schwierig zu lernen ist. Du hast das früher schon immer stundenlang gespielt, hast du erzählt. Hab ich auch. Ja. Also. Habe ich ja auch, aber es ist halt. Wie weißt du, welches Jahr haben wir? 2018? Ja und? Dann weißt du ja, wie 13 Jahre her. Ist egal. Ich war im zweiten Spiel besser, aber im ersten Spiel besser. Das ist ganz klar. Ich war im ersten Spiel besser und im zweiten auch. Ach, aber blabla. Im ersten Spiel warst du safe nicht besser. Da habe ich auf Anhieb den Schnatz gefangen. Ja. Obwohl ich das Spiel gar nicht kenne. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Schnatz gefangen habe. Ich habe 7 Tore gemacht. Ja, und warum hast du jetzt den Schnatz nicht gefangen? Ja, weil das random ist. Das habe ich auch schon vorher gesagt, bevor du den überhaupt gefangen hast. Also, du hast jetzt gerade eben gerade gesagt, deine Behauptung war, du hast es direkt hinbekommen, den Schnatz zu fangen. Ja, weil ich, obwohl ich das Spiel gar nicht kannte. Ich habe halt aus Anhieb bin ich gleich auf der Spur geflogen, weil ich gedacht, so aus Intuition. Und dann war ich gleich dran und habe ihn gefallen. Ja, obwohl ich das gar nicht kenne, das Spiel. Ja, ist okay. Ist mir auch egal. Das war, hat auf jeden Fall ein bisschen Spaß gemacht zumindest. Ja. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschö. Mit Ö. Tschüss.